Herzlich willkommen zurück nach meinem Crash zu Remnant 2. Verdammt. Das ist Riggler. Nenn mich Rix. Ich hab dich, Schätzchen. Keine Sorge, Fremdling. Wir kümmern uns gut um sie. Willkommen in Station 13. Hey, keine Sorge. Rix hat recht. Ihr wird's gut gehen. Geht es dir gut? Nur Kopfschmerzen. Hey, Clementine. Du siehst nicht gut aus, ich hol dir Wasser. Mir geht's gut. Nein, dir geht es nicht gut. Du brauchst Ruhe. Bo! Er ist der Bürgermeister der Station. Deshalb denkt er, dass er bei allem und jedem das Sagen hat. Hör mal. Ich werde mich bei Fort melden und mich dann ausruhen. In Ordnung? Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht. Also, Fremdling, deiner Freundin wird es gut gehen. Ich bin Bo Ward, und das ist Station 13. Du musst weit gereist sein. Die Saat stirbt zwar langsam aus, aber die Straßen sind immer noch gefährlich. Was habt ihr beiden da draußen gemacht? War man nach Station 13 am Suchen? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben nach euch gesucht, nach dieser Station. Nach der Station? Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass Leute wissen, was wir hier machen. Wir sind von der Außenwelt schon so lange abgeschnitten. Nun, es überrascht mich, dass Leute außerhalb der Tore über uns Bescheid wissen. Irgendwie ist das nett. Hey, frag rum, wenn du etwas brauchst. Oh, fang bei Ford an. Er möchte dich sicher kennenlernen. Ja, das ist schön. Frage ist, kann ich jetzt endlich Multiplayer spielen? Ich kann hier immer noch nichts in der Übersicht sehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich noch was freischalten müsste. Ich schaue mich mal eben ein bisschen um. Muss ich mit dem nochmal quatschen hier? Hey, du. Wie geht's? Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ihr uns da draußen gerettet habt. Hey, ich bin nur froh, dass wir euch rechtzeitig erreicht haben. Ihr habt ein Holzmonsternest gegen euch aufgebracht. So viele auf einem Fleck habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Woher wusstet ihr, wo wir sind? Oh, dank Wally. Er hat uns vorgewarnt, dass jemand kommt. Daraufhin hat Clementine euch gefunden. Er hat irgendwie einen sechsten Sinn für die Saat. Und dann dachten wir, da, wo sich die Saat versammelt, ist sicher jemand in Schwierigkeiten. Und dann fanden wir euch. Wer ist Wally? Wally, ich meine Wallace. Er kann Dinge sehen. Schon immer. Wally ist seit seiner Kindheit Teil der Station. Und seine Seherfähigkeit hat viele Leben gerettet. Er ist ein guter Junge. Was für Dinge sieht er? Dinge, die ich nicht sehen will, um ehrlich zu sein. Er sieht wie die Saat. Sieht manchmal, was sie sehen. Die Vergangenheit, die Zukunft. Oh, dieses ganze Wissen. Es ist eine schwere Last für eine Person. Du solltest ihn fragen, wenn du mehr erfahren willst. Vielleicht kann er den Multiplayer sehen. Wir müssen da mal hin. Bist du der Anführer hier? Schon irgendwie. Ich habe die alte Station bewacht. Das war so vor 20 Jahren. Ich habe hier und da ausgeholfen. Aber bevor Commander Ford starb, haben sie und der Gründer mich quasi zum Anführer gemacht. Oh, vielleicht wollte sonst niemand den Job, keine Ahnung.
Aber die Station ist die einzige Familie, die ich je hatte. Ich werde alles tun, um alle zu beschützen. Du siehst ziemlich jung aus. Wie hast du denn vor 20 Jahren Wache gestanden? Danke? Ich weiß auch nicht. Ich achte einfach auf mich. Gutes Essen, viel Schlaf und so. Commander Ford sagte immer, dass eine Anführerin sich um niemanden kümmern kann, wenn sie sich nicht erst um sich selbst kümmert. Ich versuche einfach gesund zu leben. Sie hat es vermutlich vom Gründer gelernt. Er ist seit Ewigkeiten dabei. Aber er selber ist nicht fürs Anführen zu haben. Commander Ford ist die Tochter oder Frau des Gründers? Sie ist seine Enkelin. Der Gründer war früher nicht oft hier, aber Commander Allen war wie eine Mutter für mich. Für uns alle in der alten Station. Es ist irgendwie unfair, dass sie vor ihm gestorben ist. Aber wenn unsere letzte Hoffnung stirbt, dann muss eine neue ihren Platz einnehmen, hat sie immer gesagt. Wie lange ist der Gründer denn schon hier? Schwer zu sagen. Die Kommandantin sprach immer von ihm, als wäre er gestorben, bevor ich geboren wurde. Das musst du ihn schon selber fragen. Aber er ist nicht wie der Rest von uns. Er hat viel gesehen. Ich würde gerne noch was anderes wissen. Kannst du mir ein wenig über die Station erzählen? Hey, ich überlasse das Geschichtenerzählen meist Reggie. Aber für wilde Geschichten solltest du Matschzahn besuchen. Der alte Haudegen hat einiges an Seemannsgarn auf Lager. Was ist mit Clementine? Ich meine, weil sie diese Kräfte hat. Unglaublich, nicht wahr? Niemand versteht wirklich, wie sie das macht, nicht einmal sie. Telekinese. Aber das Gefühl in der Atmosphäre, nachdem sie so niederschmettert, es ist elektrisch, wie die Sonne nach einem Sturm. Sie ist etwas Besonderes, Fremdling. Und trägt ziemlich viel in Sachen Sicherheit bei. Ist da irgendwas zwischen dir und Clementine? Zwischen uns? Ich weiß nicht. Du stehst auf sie. Was? Nein, das ist nicht, nein. Ich meine schon, aber so ist es nicht. Hast du schon mal jemanden wie sie getroffen, Fremdling? Ich nicht. Also, ich bin nicht immer der Tapferste, weißt du? Aber sie kämpft für die Leute, egal was es ihr abverlangt. Deshalb möchte ich mich verbessern. Ich möchte sie stolz machen, weißt du? Man kann sagen, dass sie meine Inspiration ist. Oh, aber sag ihr nicht, dass ich das gesagt habe. Natürlich nicht. Ich spreche dann später mit dir. Die Leute hier sind nett, wenn du ihnen eine Chance gibst. Pass auf dich auf, Fremdling. Klar. Ich hoffe nur, dass wir einen finden, mit dem wir den Multiplayer beginnen können. Falls du nach Gründer Ford suchst, erst meinst du, hast dich gerade so wie Brad angehört. Entschuldige, was wolltest du sagen? Oh, ich habe einen Vogel heute Morgen gesehen. Eine Möwe oder so etwas. Ja, wo ist denn der Gründer meist? Mehr will sie mir jetzt nicht sagen, oder was? Hey, du, Fremdling. Mehr will sie irgendwie nicht sagen? Ich habe gehört, dass Ford nach dir sucht. Er ist oben in der Lagerhalle. Ah, vielen Dank. Wenigstens mal eine vernünftige Antwort hier. Fragst du dich jemals, ob das hier alles... Kann ich mich hier heilen? Suchst du nach Ford? Er ist drüben in der Lagerhalle. Er hat sicher wieder etwas vor. Ich suche nicht nach Ford. Ich wollte mich heilen. Hey, du bist der Neuling, oder? Nora Camarillo. Ich halte die Leute hier am Leben. Du hast Glück, dass sie euch gefunden haben. Deiner Freundin ging es ziemlich schlecht. Sie kam gerade noch rechtzeitig. Wie geht es, Cass? Ihr geht's prima. Sie ist ein echter Hitzkopf. Ich würde an ihr festhalten, wenn ich du wäre. Oh, wir sind nicht so... Hör zu. Es geht mich vielleicht nichts an, was zwischen euch beiden ist. Ich will nur sagen, verliert es nicht, egal was es ist. Das Mädchen ist wirklich hart im Nehmen, aber jetzt braucht sie Ruhe. Wenn sie wieder auf den Beinen ist, werde ich dafür sorgen, dass du es erfährst. Ich habe erstmal ein paar Fragen. Also gut. Du siehst ziemlich jung aus für eine Ärztin. Worauf willst du hinaus, Sonnenschein? Nichts, ich bin beeindruckt. Ach, nicht der Rede wert. Weißt du, wie eine Ärztin gut in ihrem Handwerk wird? Übung?
Richtig. So wird man in allem gut. Man lernt etwas, indem man es immer wieder tut. Für mich sind das Menschen, die meine Hilfe brauchen. Je mehr Leute leiden, desto besser werden meine Heilmethoden. Und weißt du was, Sonnenschein? Ich bin die verdammt beste Ärztin weit und breit. Wie bist du in der Medizin gelandet? Durch meinen Grandpa. Er hat sein Leben lang Leute behandelt. Fast so lange, wie es die Saat gibt. Ich habe angefangen, Grandpa zu assistieren, als ich 5 war. Wunden verbinden, Medikamente herstellen, am Tisch schneiden, was auch immer. Er scheint ein wunderbarer Mensch gewesen zu sein. Das war er. Er hat in seinem langen Leben mehr Menschen geholfen, als du und ich je getroffen haben. Aber am meisten half ich ihm, indem ich mich durch die alten Krankenhäuser wühlte. Selbst nach einem Jahrhundert gibt es verdammt viel zu finden. Alles nützlich für jemanden, der so schlau ist wie mein Grandpa. Was hast du in den uralten Krankenhäusern gefunden? Jede Menge. Wie sich herausstellte, wussten die alten Menschen eine Menge über den menschlichen Körper. Dinge, die nicht einmal Grandpa wusste. Wusstest du, dass sie früher in der Lage waren, die Lunge eines Menschen durch die eines anderen zu ersetzen? Oder die Leber eines Toten in jemanden verpflanzten, dessen Leber nicht mehr funktionierte? Wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute Grandpa und ich mit dieser Art von Wissen hätten retten können. Ich bin überrascht, dass noch etwas in diesen Ruinen übrig ist. Es gibt vieles, wenn man weiß, wonach man sucht. Die meisten grundlegenden Medikamente sind schon lange weg. Aber es gibt immer noch viele spezialisierte Werkzeuge und Materialien. Zeug, mit dem außer mir und meinem Grandpa niemand etwas anzufangen weiß. Was es dort nicht gibt, was ich nie gefunden habe, ist ein Heilmittel gegen Saatfäulnis. Deshalb starben so viele Leute, als die Saat zum ersten Mal auftauchte. Grandpa musste selbst eine Behandlung erfinden. Sagtest du, dein Großvater hat das Heilmittel für Saatfäulnis erfunden? Eine Behandlung, keine Heilung. Ich bin sicher, dass andere unabhängig voneinander zu denselben Lösungen gekommen sind. Aber nachdem Grandpa diese Behandlung entwickelt hatte, reiste er so weit er konnte und brachte es jedem bei, den er traf. Ich weiß nicht, wo er angefangen hat. Aber ich schätze, jede Behandlung im Umkreis von 100 Meilen ist direkt auf seine Arbeit zurückzuführen. Ihm ist es zu verdanken, dass deine Freundin noch lebt. Wie lange bist du schon hier? Ich kam vor ungefähr 10 Jahren hierher. Meine Ma war gestorben und Grandpa fühlte sich nicht sicher, mich allein durch die Landschaft zu karren. Es war gut. Die Stadt ist voller Materialien. Und Grandpa verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Verbänden und Medikamenten, während er die Leute umsonst behandelte. Ich mache dasselbe. Er kümmerte sich sogar um die alte Kommandantin, als sie im Sterben lag. Konnte nicht viel für sie tun, außer ihr die verbliebene Zeit erträglich zu machen. Aber die Leute hier dankten ihm dafür, machten uns zu Mitgliedern der Station und so. Nun gut, was kann ich noch für dich tun? Ja, zeig mal, was du zum Verkauf hast. Wobei sie ja gesagt hat, dass sie kostenlos arbeitet. Deswegen, warum muss ich dafür jetzt bezahlen? Händler kaufen und verkaufen Gegenstände für Altmetall. Die Händler auf Station 13 verkaufen eine Vielfalt an Gegenständen wie Waffen, Rüstung, Verkaufsgüter und sogar einen Topf. Kriege ich das alles bei der Ärztin? Oder sind das jetzt auch andere Händler gemeint? Andere Händler befinden sich in den verschiedensten Welten und verkaufen dort einzigartige Gegenstände. Okay. Was habe ich denn überhaupt? 59. Ja. Mit anderen Worten, ich kann gar nichts kaufen. Und auch gar nichts verkaufen. Man wunderbar. Sieht sich. Ja, man sieht sich. Hier kann ich wohl nichts. Und da ist noch was. Keiner liest das vor? Oder warte mal. Nee, leider nicht. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, die alten medizinischen Zeitschriften durchzublättern, auf die Grandpa und ich so lange gespart haben, dass ich wohl einfach meine eigene starten könnte. Vielleicht gräbt jemand dieses Ding in der Zukunft aus und kann sich ein Bild davon machen, wie das Leben hier in Station 13 war. Das ist zumindest ein schöner Gedanke. Sind das jetzt 14 Seiten? Ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt hier die Seiten mal ein bisschen langsamer durch. Ihr könnt gerne zwischendurch Pause machen und euch das durchlesen, aber das wird jetzt doch wirklich zu lange. Also irgendwas mit Matschköder steht hier noch drin. Matschköder, Moment. Stand, das war das, glaube ich, zum Heilen, ne?
das, was wir gefunden hatten. Ich bin mir nicht richtig. Was mache ich mit den alten Matschzahnen? Keine Ahnung. Matschzahn, war das nicht der Typ, von dem die gesprochen hatten? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wie gesagt, wenn ihr das durchlesen möchtet, einfach zwischendurch auf Pause drücken, weil das ist doch sehr lang, um es jetzt nochmal alles nebenbei durchzulesen. So zwei Seiten wären kein Problem gewesen, aber 14 Seiten, ich meine, ne? Wir wollen die Folge ja auch nicht irre lange hier machen. Und ich denke mal, so kann man das dann gut pausieren und zwischendurch dann auch mal was lesen. So, die Frage ist jetzt, was hatten die jetzt gesagt? Irgendwas mit erst oben, keine Ahnung wo. Hallöchen, du machst Predator, Masken. Hallo? Kann ich nicht mit dir reden? Ich kann nicht mit dir. Ah, jetzt auf einmal doch. Hä? Kann ich reden. Okay. Schutz für außerhalb. Ich verkaufe Rüstung. Ja, wäre gut, aber ich habe eh kein Geld. Beziehungsweise Altmetall. Was ist mit deiner Stimme passiert? In den Nacken gestochen, vor langer Zeit. Oha, dabei kann man auch die Stimme verlieren. Wie lange bist du schon in Station 13? Seit langem. Hab Banditengang verlassen. Kommandantin hat mich aufgenommen. Warum hast du die Banditen... Ach, Banditengang verlassen? Wurde alt. Keine alten Banditen. Wie gefällt es dir denn hier? Leute sind nett. Essen ist gut. Gutes Leben. Okay, ich sollte jetzt weitergehen. Tschüss. Wer sagt noch was? Viel Glück. Ja, danke dir auch. Viel Glück dabei, dass ich den Multiplayer finde. Hi, Ford. Suchst du nach Ford? Er ist oben in der Lagerhalle, da drüben. Ich lese oben Ford und sag dann Hi, Ford. Der war jetzt gut. Okay, das Problem ist, ich möchte jetzt hier nichts triggern, ohne vorher das ganze Multiplayer gestartet zu haben. Das ist echt blöd gemacht hier, muss ich sagen. So viele neue Gesichter an diesen Tagen. Da draußen ist es anscheinend einfacher geworden. Willkommen, Fremdling. Ich bin Reginald Malone. Aber meine Freunde nennen mich Reggie. Das gilt auch für dich. Ich habe gesehen, wie du mit Bo und Clementine reingekommen bist. Du kannst sicher sein, dass sie alles für deine Freundin tun werden. Ist nicht die Erste, die hier durchkommt und Hilfe braucht. Ich habe gehört, dass du hier der inoffizielle Historiker bist. Ich bin bekannt dafür, dass ich die ein oder andere Geschichte erzähle. Auch wenn der alte Matschzahn mir da durchaus Konkurrenz macht. Oder meinst du damit, dass ich die Geschichten sammle? Denn das mache ich ebenfalls. Und ich würde deine Geschichte auch gern hören, Fremdling. Ich bin nur jemand, der sich hier draußen durchschlägt. Das klingt wie der Beginn einer verdammt guten Geschichte. Was hat dich hierher gebracht? Das weiß ich ja immer noch nicht. die Saat hat mein Zuhause angegriffen. Alle anderen starben. Also so habe ich das zumindest verstanden. Verdammt. So etwas hört man häufig. Aber ich hoffe, dass du weißt, dass du mein aufrichtiges Beileid hast. Jeder hier kennt das. Aber das macht es wahrscheinlich nicht leichter für dich. Das Einzige, was wir tun können, ist jeden Tag die Freude zu genießen. Wo auch immer wir sie finden. Und deine Freundin? Woher kennst du sie? Sie ist wie eine Schwester für mich. Das ist ja eine tolle Antwort, woher ich sie kenne. Sie hat mich da draußen gerettet. Ohne sie wäre ich nicht hier. Ja, beides würde ich sagen, ne? Sie ist wie eine Schwester für mich, sag ich mal. Dann hast du ganz schön Glück. Nicht viele hier haben überhaupt noch eine Familie. Ich habe schon verstanden. Sie ist nicht deine echte Familie. Aber das ist auch nicht mehr wichtig. Wenn es denn je wichtig war. Du musst daran festhalten, hörst du? Es gibt nichts in der Welt, für das es sich so zu kämpfen lohnt, wie für die Leute, die einem etwas bedeuten. Was deine Freundin angeht, ich habe gehört, dass sie an einem üblen Fall von Saatfäulnis leidet. Was ist euch da draußen eigentlich passiert? Ja, woher soll ich das wissen? Sie leidet daran, seitdem ich sie kenne. Sie will nicht sagen, wie es passiert ist. Das kann ich verstehen.
Es ist nicht leicht, über schwere Zeiten zu reden. Wenn sie nicht bereit ist, solltest du sie auch nicht dazu zwingen, ja? Aber vergiss es auch nicht. Möglicherweise ist der einzig wahre Weg, ihr zu helfen, auch ein offenes Ohr für sie zu haben. Keine Sorge. Wir haben es hier schon mit schlimmeren Dingen zu tun gehabt, glaub mir. Ich denke, sie wird wieder auf die Beine kommen. Und was ist mit dir? Wonach suchst du? Ich habe eine Rechnung zu begleichen, genau. Ich will nur, dass es ihr gut geht. Alles Weitere sehen wir dann. Mit jemandem wie dir sollte man befreundet sein, Fremdling. Diese Stadt kann Leute wie dich gut gebrauchen. Okay, da ich dich nun besser einschätzen kann, gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Sag mir, wie ich den Multiplayer benutzen kann. Wenn du Altmetall hast, komm zu mir. Ja, auf jeden Fall nicht ansatzweise genug, um da irgendetwas kaufen zu können. Hoffentlich bis bald. Ja, gerne. Schläfst du? Hallöchen. Entschuldigung, hallo? Hey, weg von meinem Eintopf! Ach, wo ist das? Oh, entschuldige, dass ich dich aufwecke. Ach, Unsinn. Ich bin mir sicher, du hattest einen Grund. Mi casa et tu brute. Und all das. So, was kann der alte Matschzahn für dich tun? Ach, er ist der Matschzahn. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Vorsicht! Meine Antworten führen bekanntermaßen zu weiteren Fragen. Was kannst du mir über dich erzählen? Ach, so einiges. Ich heiße Matschzahn und es gibt niemanden, den es länger gibt oder der mehr gesehen hat als ich. Außer vielleicht der alte Ford. Aber diese alte Matschbirne schummelt. Er erzählt jedenfalls kaum Geschichten. Es gibt nur drei Gründe, warum mich die Leute besuchen. Wegen meiner Geschichten und dem Eintopf. Ja, also, was hättest du gern? Du sagtest, dass es drei gute Gründe gibt, dass die Leute dich aufsuchen. Was ist der dritte? Ach so? Hab ich das mit den Geschichten schon erwähnt? Ja, das und der Eintopf. Für den auch, hä? Dann war's das wohl. Meine Geschichten und meinen Eintopf. Hör mal, bist du sicher mit den drei Gründen? Denn es gibt nur zwei. Und da bin ich sicher. Ziemlich sicher. Ach, es gibt nur zwei Gründe, warum die Leute Matschzahn besuchen. Und du kennst beide. Ich muss sagen, dein Erinnerungsvermögen lässt nach. Meins vor allen Dingen. Was kannst du mir über die Stadt verraten? Stadt nennst du das? Zu meiner Zeit würde man einen Ort wie diesen höchstens als ein Camp oder als ein Biwak bezeichnen. Nein, das ist keine Stadt. Noch nicht. Aber es ist ein guter Ort, um Fuß zu fassen. Ich habe jahrelang alleine gelebt, verstehst du? Hatte einen, wie nennt man es, Hubenschreiber. Das Ding konnte zum Mond und wieder zurückfliegen. Was? Wie dem auch sei. Ich lebte alleine, als mein Junge Brabus auftauchte und sagte, wir sollten weiterziehen. Er meinte, es sei nicht mehr sicher für mich, so zu leben. Er hat mir von diesem Ort erzählt. Einige nette Leute hier. Musste mich aber erst wieder an Leute gewöhnen. Was hat es mit Brabus auf sich? Nun, Brabus ist mein Sohn. Es war seine Idee, dieser kleinen Barackensiedlung beizutreten. Es war gar keine schlechte Idee. Er ist da drüben beim Schießstand, falls du nach ihm suchst. Er redet nicht viel. Er hat wohl die Gabe seines Alten nicht geerbt, hä? Kannst du mir eine Geschichte erzählen? Darauf kannst du wetten. Aber es sind nicht nur Geschichten, Fremdling. Sie sind objektive Wiedererzählungen
Von echten Verkommnissen, die unglaublich sind. Nun, wo fange ich an? Damals, als die Erde zugrunde ging, ließ sich ein Drache, ein echter Saatdrache, dort drüben nieder, genau wie in alten Märchen. Es begann in den Stationen, verstehst du? Private Verschwörungsfarmen des Militärs und so weiter. Dort stellten sie all ihre Waffen her und führten Experimente durch. Und genau wie diese Geschichten hat es eine Weile gedauert. Ein Ritter war erforderlich, um diesen Drachen zu töten. Oh, aber der Drache war wirklich schlau. Er wusste, dass der Ritter Hilfe benötigen würde. Also bot er sie an. Was? Der Drache nahm die Form eines sprechenden Baumes an und sagte dem Ritter, er müsse zuerst alle anderen Bestien erlegen, bevor er den Drachen töten könne. Ein Zyklops, eine lebende Statue, ein Golem. Oh, nun, der Ritter hat sie alle erschlagen. Aber die Sache war die, dass diese Bestien den Drachen nicht beschützten. Sie hielten ihn in Schach. Als sich der Drache schließlich zeigte, war er zu stark für den Ritter. Körper und Geist waren erforderlich, um die Stärke des Drachen in seine umzuwandeln. Nee, ich möchte lieber keine weitere Geschichte. Das ist schade. Ja, ist nun mal so. Ich muss aufbrechen. Mach's gut. Schau ruhig wieder vorbei. Ja, handeln kann ich ja sowieso nicht. Hallöchen. Keine Sorge. Deine Freundin wird von uns zu essen bekommen. Sobald sie soweit genesen ist, dass sie wieder essen kann. Ja, das will ich doch hoffen, dass das bald ist. Das steht nicht zur Diskussion. So, da wir da oben mit Ford sprechen sollen, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich habe leider immer noch nicht den Multiplayer-Modus gefunden. Was ich erstens sehr ärgerlich und zweitens auch sehr schade finde. Zumal ja auch gewünscht worden ist, dass der Epi mitkämpfen soll und ich das natürlich jetzt auch gerne gehabt hätte. Entsprechend würde ich aber jetzt erstmal sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen, bevor wir nach oben gehen. Und dass wir uns dann im nächsten Video genau hier wiedersehen. Bis dann! Ciao! Und was zur Hölle tust du jetzt? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.